Liebe Athleten, liebe Besucher, ganz herzlich willkommen im Waldhaus Flims und ganz herzlich willkommen in der Waldhaus Arena. Es ist mit der Görling Junioren Weltmeisterschaft der erste grosse Anlass, den wir bei uns in der neuen Görling Halle begrüßen dürfen. Die Eventhalle ist bekannt als Nationalratssaal vor etwa 2,5 Jahren. Sie mögen sich vielleicht daran erinnern, wo die Parlamentarierinnen und Parlamentarier hier ihre Auswärtssession durchgeführt haben. Wir haben die Halle jetzt vor wenigen Monaten eröffnen. Es ist ein 13-Millionen-Bau. Architekt ist ein lokaler Architekt von hier oben, von Flims. Von der Materialisierung her vielleicht ein paar Punkte. Wir haben die Fassade in Kupfer gemacht. Es ist heutzutage ein Edelmetall. Ist aber ein Material, das hier zur Region passt. Wir wollten nicht Material einsetzen, das nicht zur Region passt. Innen dran sagen viele Görlerinnen und Görler, es sei die schönste und modernste Halle in Europa, was uns natürlich alle sehr freut. In Vigny à Flim. Mein Name ist Edi Krämeri und ich bin der Präsident des OK von der Junioren-Weltmeisterschaft und bitte Sie jetzt, mit mir zusammen in die neue Görling- und Eventhalle einzutreten. Und ich sehe, der Andreas Schlunecker, der Görling- und Eventmanager, ist bereits bereit und ladet uns ein in die neue Görling- und Eventhalle. Ciao. Und jedes Mal, wenn ich in die Halle reinkomme, dann packt es mich einfach. Dann muss ich einfach immer einen Stein spielen. Und ich kann es auch demmal nicht lassen. Ich muss jetzt einfach den Stein spielen. Oh, ich sehe gerade Corina Gord kommt aufs Eis. Darf ich euch vorstellen? Ciao, Corina. Corina ist bei uns im Girling Club Flims I&S-Coach und sie betreut einen grossen Teil unserer jungen Girling-Spieler und Spielerinnen vom Girling Club Flims. Und Corina, ich noch mal eine Frage. Was erwartet uns eigentlich am 6. März bei der Junioren-WM? Ich denke, wir werden hier in Flims eine wunderschöne Junioren-WM sehen. Wir werden interessante Spiele sehen von 13 verschiedenen Nationen. Und die jungen Leute haben sich super vorbereitet für die WM. Und es gibt ein ganz interessantes Spiel und ganz tolle Match. Wir wünschen allen Teams gut Stein.